Na, sind Sie auch schon im WM-Fieber? Fahne am Auto, Fußball-Sammelbildchen eingeklebt. Die Vorfreude steigt. Übermorgen beginnt sie, die WM in Brasilien. Hoffentlich ein großes Fußballfest und ganz nebenbei auch ein Riesengeschäft. Superstars mit Superhonoraren, das wissen wir alle. Aber wenn man da noch mal genauer hinschaut, kommt man doch sehr ins Staunen. Endlich geht's los. Die Fußball-WM in Brasilien. Wo man auch hinschaut, überall sieht man sie, unsere Helden, die Nationalspieler. Sind schon echte Popstars. Am Markt heiß gehandelt. Und in Werbeclips cool in Szene gesetzt. Im Internet gibt es sogar Portale, wo man nachlesen kann, wie viel die Spieler wert sind. Da kostet ein Marco Reus 40 Millionen Euro. Thomas Müller hat einen Marktwert von 45 Millionen. Und Spitzenreiter Mario Götze bringt es auf 55 Millionen Euro. Ist doch Wahnsinn. Ich treffe den ehemaligen Fußballprofi Marco Bode. Er war langjähriger Nationalspieler und Werder Bremen-Profi. Heute ist er im Aufsichtsrat bei Werder. Er weiß, mit welcher Dynamik Marktwerte mittlerweile steigen. Das schaukelt sich hoch. Wie ich sagte, die Vereine streiten um die besten Spieler, um die besten Talente. Und solange sie das Geld haben und vernünftig bleiben, ist es ja noch ein Stück weit okay. Obwohl in Einzelfällen das wirklich Summen sind, die man eigentlich nicht mehr nachvollziehen kann. Allerdings. Und die Spielergehälter sind genauso galaktisch. Dafür haben die Bundesliga-Clubs 750 Millionen Euro allein in der letzten Saison bezahlt. Schweinsteiger kommt auf 10 Millionen Euro Jahresgehalt, Götze sogar auf 12 Millionen. Und in Spanien zahlen sie noch mehr. Für Ronaldo 18 Millionen Euro und für Messi ganze 20 Millionen Euro. Wenn ich ein Fußballergehalt sozusagen gerade von einem Spitzenspieler vergleiche mit einem normalen Beruf, dann ist das eigentlich absurd. Eine Krankenschwester oder ein Busfahrer haben sehr viel Verantwortung in ihrem Job und bekommen natürlich im Vergleich dazu viel zu wenig. Auf der anderen Seite kann man das aus meiner Sicht eben nicht unbedingt den Spielern vorwerfen. Das nicht. Aber ist die Fußballwelt nicht trotzdem völlig abgehoben? Fußball ist ein Millionengeschäft und alle wollen was vom großen Kuchen abhaben. Zum Beispiel Spielerberater wie Timo Rodewald. Er arbeitet für eine Agentur, die auch Nationaltorwart Manuel Neuer und HSV-Profis unter Vertrag hat. Er kennt die Szene der Spielerberater gut. Da ist sozusagen ein großes Hauen und Stechen auch so unter den Spielerberatern. Ja, die Konkurrenz ist groß. Wir haben, ich glaube, 465 lizenzierte Spielervermittler in Deutschland. Dann gibt es sicherlich noch mal eine Dunkelziffer von nicht lizenzierten. Also wir reden von knapp 1000 Spielerberatern im weitesten Sinne. Und wenn man die Anzahl an Profispielern dagegen nimmt, dann kann man fast sagen, es gibt mehr Berater als Spieler. Und das führt dazu, dass mittlerweile schon 15-jährige Talente gejagt werden und ein irres Gehalt bekommen. Trotzdem dort loszueisen. Die bezahlen dann natürlich dem Spieler, aber auch dann dem Umfeld, Berater, Eltern. Ja. Dann lockt vielleicht auch so ein bisschen die große, weite englische Premier League. Die verdienen da drüben dann auch schon fünfstellige Beträge im Monat. Und was verdient ein Spielerberater so? Das Honorar liegt meistens so zwischen 5 und 10% grob eines Jahresgrundgehaltes eines Spielers. Das heißt, bei einem Spielergehalt in Millionenhöhe bekommt der Berater mehrere hunderttausend Euro Honorar. Das gibt der Markt offenbar her. Die Bundesliga-Clubs nehmen in einer Saison 590 Millionen Euro durch Tickets und Fanartikel ein. Hinzu kommen 620 Millionen Euro durch TV-Vermarktung und nochmal 578 Millionen durch Werbung. Gesamtumsatz der Bundesliga 2,17 Milliarden Euro. Dank Ihnen, den Fußball-Ikonen wie Aubameyang. Und der eine oder andere stellt seinen Status gerne eindrucksvoll zur Schau. Özil, Balotelli, Ronaldo. Und hier kaufen sich die Fußballstars ihre edlen Schlitten. In Hamburg bei Continental Cars.
Ich treffe Hamid Mossadegh, der mit dem ehemaligen HSV-Kicker Nigel de Jong einen Laden für den exklusiven Autogeschmack hat. Und wer gehört zu den Kunden? Das sind ja 80% Fußballspieler. Und hier können Sie dann halt ein paar Trikots sich anschauen. Wir möchten keine Namen nennen, das haben wir unseren Kunden auch versprochen, aber wenn Sie einmal die Wand sich anschauen, dann können Sie sich vorstellen, wer alles bei uns kauft. Prominente Kundschaft mit besonderen Wünschen. Wir bauen das Auto gerade um für einen FC Bayern München Spieler. Das Auto wird komplett individualisiert für ihn. In dem Sinne kommt hier nochmal rotes Leder mit reingebaut. Dann kommen die Initialen von seinen Kindern auf die Kopfstützen, sogar mit einem 3D-Bild von den Kindern. Es kommt überall, wo Sie jetzt den Mercedes-Stern sehen, kommen die Initialen von den Spielern sozusagen drauf. Welche Initialen, können Sie uns das sagen? Das darf ich leider nicht sagen. Und was kostet das Auto? Das Auto kostet, wenn im fertigen Zustand liegt, das Auto circa, also zwischen 400.000 bis 450.000 Euro werden wir dann da liegen. Fast eine 500.000 Euro für ein Auto. Haben Sie eigentlich durch eine WM auch mehr Verkäufe? Definitiv, ja. Durch WM haben wir meistens, also wir können immer sagen, WM-Jahr bringt uns circa 10 Autos mehr. Jetzt sind sie ja schon teilweise über eine Woche in den Trainingslagern und dann sitzen sie abends zusammen und dann ist meistens Thema Auto und dann kommt immer, was fährst du und dann merke ich das auch schon immer, kriege ich immer die Nachrichten abends, kannst du mir da ein Angebot schicken und da ein Angebot schicken. Hamid Mossadegh kann. Er erzählt von Fußballkunden, die sogar 20 Edelkarossen zu Hause haben. Das teuerste Auto, was wir bisher ausgeliefert haben, war ein Königsegg. Das Auto hat 950.000 Euro gekostet. Das hat ein Fußballspieler gekauft, der bei Real Madrid gespielt hat und auch dort seine Karriere jetzt inzwischen beendet hat. Millionen für ein paar Jahre. Und danach? Alles reiche Rentner? Ich treffe Eike Immel, der in den 80ern Torwart der Nationalmannschaft war. Mit 19 verdiente er schon 300.000 Mark. Doch er verspekulierte sich, verschenkte teure Uhren und ganze Autos. Heute sagt er, er war zu jung für zu viel Geld. Als ich gemerkt habe, dass es finanziell eng wird, ich konnte den Schalter nicht umlegen. Es ging immer weiter so. Ich habe auch weiter die Leute eingeladen an den Tischen, an denen wir saßen. Ich habe viel Trinkgeld immer gegeben. Und dann war sie pleite? Ja, dann hat der Gerichtsvollzieher gesagt, hast du noch? Und habe ich gesagt, habe ich noch 100 Euro, die kannst du auch noch mitnehmen. Mehr habe ich jetzt im Moment nicht mehr. Das war, der Sekunde war das dann auch so, also es war nicht gelogen. Und dann kriegte die Bild-Zeitung das raus. Und dann bin ich natürlich in ein Loch gefallen, das war unvorstellbar. Und aus dem Loch kam ich überhaupt nicht mehr raus, weil ich habe mich dann so geschämt, mir war das so peinlich. Und Sie würden jetzt sagen, obwohl Sie einen großen Absturz innerhalb dieser Fußballwelt erlebt haben, haben Sie es nie bereut, Fußballer geworden Nein, zu sein? Nein, um Gottes Willen. Trotz aller negativen Dinge ist das klar, dass die Fußballzeit die schönste meines Lebens war. Eike Immel sagt, er wurde zu Spielerzeiten bewundert und hofiert. Er war ein Star, genau wie unsere Nationalspieler heute. Lässig in Szene gesetzt vom DFB. Steckt dem Fußball nicht nur deshalb so viel Geld, weil wir die Stars sehen wollen? Weil wir bereit sind, 100 Euro für eine Eintrittskarte zu zahlen, um mitzufiebern, mitzuleiden. Wir Zuschauer sind doch selber die Verrückten, die den Fußballwahnsinn möglich machen. Und wir verzeihen den Millionen Irrsinn, weil Fußball einfach Spaß macht.